Bild klärt die Sommermythen auf. Mythos Nummer 1. Wasser schützt vor der Sonne. Im Gegenteil, das Wasser wirkt wie eine Lupe und sorgt dafür, dass man sogar schneller einen Sonnenbrand bekommt. Deswegen vor und nach dem Baden ein Creme nicht vergessen. Mythos Nummer 2. Eine kalte Dusche oder kalte Getränke helfen dem Körper abzukühlen. Nein, der große Temperaturunterschied belastet den Kreislauf und sorgt dafür, dass wir mehr schwitzen. Besser ist sogar ein heißer Tee oder ein kühles Fußbad. Mythos Nummer 3. Mittags ist es am heißesten. Nein, das stimmt nicht. Die maximale Temperatur wird zwischen 17 und 18 Uhr erreicht. Erst dann wurde die Erde durch die Sonneneinstrahlung maximal erwärmt. Mythos Nummer 4. Im Schatten bekommt man keinen Sonnenbrand. Auch das ist falsch. Die Strahlen, die die Haut verbrennen, werden von allen möglichen Oberflächen reflektiert und kommen so auch an schattige Eckchen. Es dauert im Schatten nur etwas länger, bis die Haut verbrennt. Und zum Schluss Mythos Nummer 5. Kurze Hose und T-Shirt sind die optimale Sommerbekleidung. Noch ein Irrtum. Viele Leute kleiden sich im Sommer zwar gerne mit kurzer Hose und T-Shirt, optimal ist aber, leichte lange Kleidung durch die Luft zirkulieren kann.